Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Na, überrasche ich euch? Denke schon, was? Bisschen hat es mich auch selbst überrascht. Aber ich habe letztens irgendwie so durch Zufall beim Rumstöbern das Cask Strength Single Barrel von Jack Daniels gesehen. Entschuldigung, heißt gar nicht Cask Strength, heißt Barrel Strength. Ist ja klar. Und das hat mich doch irgendwie fasziniert. 64,5% unverdünnt mal einen Jack Daniels zu probieren. Ja, warum nicht? Okay, also ich mir das Ding bestellt für eine Flaschenteilung. Willst du jetzt nicht alleine trinken? Und dann dachte ich irgendwie, ein Jack Daniels so für sich alleine, das kann es beim Whisky Turntable ja jetzt nun auch nicht sein. Gut, es gibt 4 Single Barrel Abfüllungen zurzeit. Einmal dieses Selected Barrel, Single Barrel Select, Entschuldigung, 45 Volumenprozent. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte gemacht. Da habe ich es. Wegen meinem Weißabgleich halte ich es wieder runter. 34 Euro circa, kriegt es auch mal günstiger. Ist für eine Einzelfassabfüllung, wenn man es jetzt mit meinen Schotten vergleicht. Natürlich unverschämt günstig. Dann gibt es die 100 Proof, also 50 Volumenprozent Abfüllung. Die gibt es nur also für den Travel Retail an ausgesuchten Flughäfen. Steht so auf der Jack Daniels Seite, gerade noch gelesen. Und natürlich überall im Internet. Ist da wieder herrlich, oder? Kostet 40 Euro. Also jetzt nicht wirklich teurer, 6 Euro. Ja, gut, man muss den Grundpreis irgendwo sehen. Prozentual ist das dann natürlich schon mehr als jetzt 6 Euro beim Schotten. Wird ja niemanden jucken, jetzt mal ernsthaft. Wenn ich von 45 Volumenprozent auf 50 hoch könnte bei so mancher Abfüllung, ich glaube, dann würde man die 45er sofort einstampfen. Gut, ich habe jetzt hier, glaube ich, in meiner Reihe einen übersprungen. Seit ein paar Jahren gibt's ein Jack Daniels Rye und natürlich davon auch eine Einzelfassabfüllung. Und die kostet 38 Euro. Also alles irgendwie so ein und der gleiche Preisbereich. Hat dann wieder nur in Anführungszeichen 45 Volumenprozent. Und dann eben ganz außen die Fassstärke mit 64,5. Und da liegt man bei ja, 80 Euro. 79, 99, bei Jack Daniels gerade noch auf der Seite gewesen, da kann man es auch direkt in den Warenkorb legen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer und ein Ausreißer. Aber das gibt's jetzt auch nicht alle Nase lang. Also klar, man kann sich's kaufen, aber wie bei den Schotten auch, es wird irgendwann einfach unverschämt teuer. Und jetzt schauen wir gleich einfach mal, was die so können. Ich fülle jetzt mal schon mal meine Drams ab. Ich habe überall schon diese eklige Hartplastik-Verpackung abgemacht. Das ist ja pervers. Also da liebe ich ja schottische Single Malts. Aufgemacht hatte ich sie noch nicht. So. Achso, bei dem Single Barrel Select, da muss man ohne Karton zurechtkommen, da gibt es dann nur so ein schönes Zettelchen, sogar mit deutschen Informationen. Also da ist die Auflage wohl so groß. Ich meine, das Ding steht auch bei mir im Supermarkt um die Ecke. Also schon ein größerer Supermarkt, aber ich krieg's in gut sortierten Supermärkten. So. Ich werde hiermit komplett eine Flaschenteilung machen. Wenn ihr das Video seht, ist die sehr wahrscheinlich schon gelaufen. Ich gucke mal, ob ich ein paar andere Jack Daniels Verrückte finde, die mir auch ihre Notes schicken. Und dann blende ich die in irgendeiner Form, wie ich das immer so schön sage, weil ich es jetzt noch nicht weiß, am Ende ein. So, Single Barrel Select. Ich habe den Rimer dahinter aufgestellt. Ganz ehrlich, ich hatte irgendwann mal einen Rye bei irgendwelchen Whisky-Abenden, irgendwann mal das Ding im Glas und habe im Prinzip kaum eine Erinnerung. Ja,
wie sowas häufiger auf solchen Abendveranstaltungen ist. Klar, Roggenanteil, würzig. Aber viel mehr kann ich euch auch schon nicht sagen. Also es wird auch für mich interessant. Dabei sagt man ihm nach, dass er eben nicht so ein Hardcore-Rival wäre wie manch anderer, sondern da eben Jack Daniels mäßig smooth rüberkommt. Er hat auch nur, in Anführungszeichen, einen Roggenanteil von 70%. Und da gibt es wohl weitaus höhere Vertreter. Ich bin da jetzt nicht der Fachmann. Guckt mal bei Whisky Jason, der hat da eigentlich jeden Bourbon und amerikanischen Whisky schon probiert, den es so gibt. Und er kann da sicherlich sehr, sehr viel mehr zu sagen. Ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, weil hinten auf der Verpackung steht nicht alles drauf. Mein Zettel wieder niedrig halten. Der Rye besteht aus 70% Roggen, 12% Mais und 12% Gerste. Aber das, ja okay, bleibt 1% auf der Strecke. Das ist dann geheim. Für alle, die es jetzt nicht so aus dem FF drauf haben, wie ich eben auch, der normale Jack Daniels von der Herstellung her besteht aus 80% Mais, 12% Roggen, also ist auch schon Roggen drin, und 8% Gerste. Also der Mais macht ja eigentlich generell beim Bourbon diese süße Note. Ich sag zwar bei jedem Single Malt fast, dass er auch süß ist, aber beim Bourbon ist das ja schon penetrant. So, dann schütten wir den mal ein. Ich mach gleich auch nochmal ein Foto. Da ist schon mehr drin. Naja. Ja, Verpackung. Hier auch schön. Ist auf Deutsch. Finde ich gut. Ist die Auflage wohl groß genug. Sonst einfacher Pappkarton. Soll jetzt nicht abwertend sein, aber ich packe sie mal an die Seite, weil die Flaschen sehen so doch, finde ich, schöner aus. Die Form finde ich ganz ansprechend von der Flasche. So, jetzt der 100%ige Travelers Exclusive. Da natürlich nur die Verpackung auf Englisch. Auf der Internetseite eben, wie gesagt, noch ein bisschen gestöbert. Und da wird eben generell angegeben zu den Single Barrels, dass sie aus den obersten Etagen der Lagerhäuser geholt werden, weil sie dort natürlich am meisten den Temperaturschwankungen ausgesetzt sind und am meisten arbeiten. Klar, kennen wir auch vom Single Malt. Jetzt muss man ja bedenken, die haben nur eine Fassart, amerikanische Weißeiche. Die Größe ist in dem Sinne auch festgelegt. Die können ja nur mit sowas ein bisschen variieren und dann das Ding unterschiedlich ausbrennen oder noch Rillen reinmachen, wie bei so manch anderen Jack Daniels. Ich glaube, bei diesem Sinatra Select oder so haben die das gemacht. Ja, also wie gesagt, die müssen sich da mehr einfallen lassen als so ein geiziger Schotte, der einfach jedes Eichenfass nimmt, was ihm irgendwie gerade angeboten wird. Ist ja auch nicht mehr so einfach, um Gottes Willen. So. Ich passe das gleich nochmal an für mein Foto. Und jetzt der Single Barrel. Natürlich alles golden, hochwertig. Also hier steht auch drauf, dass Very Limited Quantities. Also ich weiß nicht, ob der... Also auf der Internetseite konnte ich ihn so in Einkaufswagen legen. Wenn ich im Internet danach gesucht habe, habe ich gar nicht so viel gefunden, außer den typischen Angeboten bei eBay und irgendwie nur 3-4 Shops. Mehr hatten den gar nicht. Und gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch die Nachfrage für so ein Malt ist. Ist für mich aber persönlich immer ansprechender. Ich habe gerade diesen Sinatra Select erwähnt, der kostet über 100 Euro. Da bin ich ja hier mit 80 Euro super aufgestellt und ich habe Jack Daniels 100%ig pur. Ob ich es da mag, ist was anderes, aber mehr sozusagen reiner Jack Daniels geht nicht in meinen Augen. Jetzt ist gleich die Frage, was mache ich damit? 64,5% ist hart. Da kriegt man meistens nicht mehr so viel mit beim Single Malt. Verdünne ich den gleich? Auf den Verpackungen haben die was ganz Witziges draufstehen. Bei ihm hier soll ich kann ich ruhig Eis dazu tun. Und die sprechen von einer Mehrzahl von Eiswürfeln. Ist wie gesagt auch englische Verpackung.
Bei der 50%igen Version schreiben sie drauf, man sollte ein Eiswürfel dazu tun. Gut, das Mischungsverhältnis ist ja was anderes. Ich kann ja bei 64,5 Volumenprozent ein bisschen höher verdünnen. Sehr wahrscheinlich meinen sie das damit. Mich interessiert ja gar nicht so sehr die Alkoholstärke, sondern einfach, dass sonst diese Single Barrels ja nach, die kommen ja nicht vom Abfüllen direkt in die Flasche, sondern die müssen ja erst noch mit Wasser gestreckt werden, um auf die 45 bzw. 50 Volumenprozent zu kommen. Damit wird ja das ganze Aroma verdünnt und das habe ich hier nicht. Das finde ich daran spannend. So. Ich mache jetzt kurz ein Foto. Ich blende euch mal das Foto ein. Ja, ihr seht, die Rolllade ist hoch. Wir haben Mitte Juni und hier schien eben um 9 Uhr immer noch die Sonne drauf. Und deshalb war die eben unten. Jetzt ist sie weg. Kann sein, dass jetzt auch das Licht ein bisschen anders ist. Das ist der Hintergrund. Okay, kommen wir nochmal zum Thema Jack Daniels zurück. Ich habe dann auch mal so ein bisschen philosophiert und ich glaube, Jack Daniels ist auch eine der Whisky-Marken, die ich in meinem Leben von der Masse her am meisten konsumiert habe. Hört sich jetzt an, als wäre ich ein Rockstar. Aber so wild ist jetzt nicht. Wir haben damals auch noch viel Pennypacker getrunken. Gibt es den noch? Ich muss mal bei Jason gucken. Der war günstig. Ging aber auch gut mit Cola. Und damals, Scotch hat mich gar nicht so gereizt. Also gut, wir hatten natürlich nicht viel Geld und die Blends sind, naja, ihr kennt sie selber. Da war so ein Bourbon ansprechender zu der Zeit für mich. Jetzt Jack Daniels Old Number 7 ist ja schon ein teurer Whisky aus der Sicht. Also das ist ja jetzt kein Ramsch-Produkt. Die machen viel Marketing, behaupte ich mal. Also bei Jack Daniels hat, glaube ich, jeder gleich Bilder im Kopf, entweder von Rockstars, von Lemmy oder ich habe immer so Slash vor Augen, den alten Gitarristen von Guns N' Roses, der eben auch so eine Jack Daniels-Pulle stetig dabei hatte. Ja, so haben die schon irgendwie ihr Image weg. Okay, habe ich sonst noch was auf meinem Zettel? Ich gucke nochmal. Ja, wie gesagt, es ist ja ein Tennessee Whisky, wo ich gerade Bourbon gesagt habe. Also wie gesagt, der Pennypackers ist, meine ich, Bourbon. Um Gottes Willen, Tennessee Whisky, eigene Kategorie, muss natürlich aus Tennessee kommen, wird durch Holzkohle gefiltert. Das ist jetzt das, was ich so auf die Schnelle gelernt habe. Sonst ist es ein Bourbon. Also sprich, jeder Tennessee Whisky ist ein Bourbon, aber nicht jeder Bourbon ist ein Tennessee Whisky. Ja. Gefährliches Halbwissen bei mir, alles von Wikipedia. So, wie gesagt, die werden gefiltert, nachdem der Rohbrand erzeugt wurde, bevor es ins Fass geht. Ne? Also danach, nach dem Fass, kommen sie ja direkt wie der Barrel Strength direkt in eine Flasche. Der wurde danach natürlich nicht gefiltert, sondern bei Jack Daniels passiert das vorher. Das schiebt so wie Karamell und Vanille ein entgegen, dass man so als so ein zurückhaltender Single Malt Trinker ganz schön überfordert ist. Aber auch so Röstaromen, finde ich. Jetzt nicht so kaffeemäßig, sondern da ist kein Rauch drin, ist mir ja auch klar, aber irgendwie so Holzaromen. Als wir waren eben schon mal bei verbrannten Fässern. Ich meine da doch Fass wahrzunehmen. Alter eines Jack Daniels oder hier, ich habe ein bisschen gesucht, ich habe nichts Seriöses gefunden. Irgendwo tauchte mal 4 Jahre auf, dass ein Jack Daniels immer wenigstens 4 Jahre alt wäre, aber mit Vorsicht zu genießen. Ich habe das nirgendwo offiziell gelesen. Bei den Beschreibungen, bei denen hier, steht nichts dabei. Ein Bourbon muss 2 Jahre alt sein. So viel dazu.
Nochmal zur Farbe. Also ich meine auch, dass die ersten drei relativ identisch sind und dann doch die Fassstärke etwas dunkleren Touch hat, ne? Man sollte mir mal einen Bourbon, oder letztens, ich habe so viele Blind-Tastings gemacht, hätte man mir mal einen Bourbon reintun sollen. Also ich finde, eine schöne Eichenwürze kommt da durch, die jetzt nicht, ich mache ja mal den Vergleich zu Schotten, die jetzt einfach nur wegen Jack Daniels, wegen dem Titel angeklickt haben. Ich probiere hauptsächlich Single Malts aus Schottland und die sind dann häufig in europäischer Eiche gereift und die ist wesentlich, die ist anders. Die Schotten verwenden dann ja die alten Fässer, wie hier von Jack Daniels ja auch. Und da kommt dann was ganz anderes raus, weil es ja schon mal befüllt war. Ich habe mir vorgenommen, nicht zu viel zu Klebernoten zu sagen, weil die amerikanische Whiskys nicht mögen, Bourbons, Tennessee Whisky, die haben da eh ihr Vorurteil. Ich mag so intensive Klebstoffnoten nicht, aber ich habe es mir ja selbst ausgesucht, ich bin der Sache offen gegenüber eingestellt. Und ich finde es gerade auch nicht, wenn man sich nicht darauf konzentriert, finde ich es auch nicht zu stark. Es ist was da, klar. So Früchte, durch diesen Karamell bin ich da eher irgendwie, oder was ist eher, habe ich da immer solche Süßvarianten im Kopf. Karamellisierter Apfel, irgend so ein Haribo-Zeug oder sowas mit ganz viel Süße drin. Karamellnote finde ich klasse. Also, es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich Old Number 7 probiert habe. Aber ich hatte letztens nochmal einen Jim Beam, ganz normal 40 Volumenprozent. Und ja, ne? Ich habe ihn aus Spaß einfach einmal so getrunken. Ich denke, hier mit 45 Volumenprozent, 5 mehr als die normale Abfüllung, kommt auch schon ein bisschen mehr Aromen dadurch und werden vom Alkohol auch passend getragen. So. Ich habe oft eine Anfangsschwäche bei Whiskys. Die habe ich jetzt gerade nicht. Also um Gottes Willen. Ein Jack Daniels ist wirklich ein Frauenwhisky in der Hinsicht. Durch diese Filterung, durch die Kohleschichten, ich meine, kennt ja jedes Kind außer Werbung. Auf jeden Fall damals, wo ich klein war, durften noch Spirituosenwerbungen am Frühabend laufen. Das merkt man, ne? Ich hatte dazu mir auch was geschrieben. 3 Meter Holzkohleschicht. Die Holzkohle war vorher Zuckerahorn. 12 Tage braucht das wohl, wenn es oben reingeht und unten rauskommt. Ja, das dazu. Also auch hier habe ich Karamell, Vanille. Also ich glaube, das werde ich bei allen sagen. Ihr müsst so ein bisschen meine Reaktion deuten und ich kann die Intensität vielleicht gleich etwas anders beschreiben. Sehr wahrscheinlich, diese Aromen sind ja doch alle so recht nah zusammen. Was Bourbon betrifft, für mich, ich habe Angst, dass Jason mich jetzt umhaut, wenn er das hört. Oder er wird sehr wahrscheinlich sagen, Peter, du musst, ohne das Böse zu meinen, aber er wird sagen, Peter, du hast keine Ahnung. Ich zeig dir mal was. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das ein Whisky, den man so trinken kann. Er war irgendwie ganz kurz, war er. Scharf ist das falsche Wort. Stark hat geschoben und schwupps. Ja, dieses Smoothe. Ne? Also irgendwie war dann schon wieder vorbei. Also die Karamellnote wird für mich immer intensiver. Also aus diesem. Dieser Apfel ist auch eigentlich nur noch Karamell. Wenn man will, am Ende, ich hatte dann ganz kurz, ganz leichte bittere Note. Ich bin, wenn es um Bitternis geht, häufig ein bisschen empfindlich. Und da war so eine leichte Nussigkeit, leichter bitterer Touch. Aber um Gottes Willen, er war überhaupt da. Ich habe ihn wahrgenommen.
Also von daher, für, was hatte ich gesagt, 36 Euro kriegt man hier schon was geboten. Um Gottes Willen. 36 Euro Single Malls gibt es auch gescheites Zeug, um Gottes Willen. Aber Einzelfassabfüllung kriege ich da nicht. Jetzt ist die Frage, wie wird ein Old Number 7 mit 45 Volumenprozent schmecken? Gibt es so eine Abfüllung? Weiß ich nicht. Es gibt ja diese, wo diese Jack Daniels Persönlichkeiten drauf sind, irgendwelche alten Haudegen da aus der Brennerei. Die wird mit 43 Volumenprozent abgefüllt. Gucke ich mir vielleicht mal an. Die und die der Old Number 7 oder bei Jason meinem Kanal gucken, hat der bestimmt schon gegeneinander probiert. So, hier mein Tumbler. Ich nehme noch keinen zweiten Schluck, weil ich will jetzt erstmal einen Eindruck kriegen. So, Rye. Ist für mich, wie gesagt, ich habe ihn ein, zwei Mal probiert, aber eine komplett fremde Welt als Single Malt Nerd und der mal so ein bisschen Bourbon ab und zu mal trinkt. Wie gesagt, soll eben würzig sein. Ich esse gerne Roggenbrot, Roggenbrötchen. Hat das was großartig noch hiermit zu tun? Ich weiß es nicht. Ist was ganz anderes. Ich war kurz am Überlegen, ob ich den mit in die Reihe reinnehmen sollte, aber ich wollte alle Single-Barrel-Varianten, die es jetzt 2018 auf dem deutschen Markt auf jeden Fall gibt, hier einfach mal vorstellen. Erstmal nichts, was ich unangenehm finde. Ist ja oft bei solchen Sachen, entweder mag ich Sauerbraten oder ich mag keinen Sauerbraten, ne? Und danach, wenn ich ihn mag, kann ich darüber urteilen, ob es ein guter war oder nicht, den der Koch heute gemacht hat. Aber hier habe ich das auch. Also generell mag ich das wohl. Erinnert mich so ganz leicht an Kümmel. Der sich da nicht komplett durchsetzt. Dieses, ja, diese Spitze von Kümmel, da kommt er nicht ganz dran. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, ich habe eben die Jack Daniels Seite so ein bisschen mir angeguckt. Und auch hier geben sie bewusst vor, dass sie extra weniger Roggen genommen haben, weil er weiterhin smooth eben Jack Daniels eben Frauenwhisky bleiben soll. Ich lässt da so ein bisschen drüber her. Ist schon richtig, aber ich finde das einfach irgendwie so cool, dieses harte Kerle-Klischee. Und dann ist das ein Destillat, was dann da durch 3 Meter Holzkohle geht, ne? Einfach nur damit es milder wird. Eigentlich müsste das doch. Weg damit, ab in die Flasche und ab auf den Tisch damit. Ja, okay. Heißt das jetzt Slash war ein Weichei? Nee, habe ich nicht gesagt. War nur so ein Gedankengang. Aber auch hier, diese Vanille, dieses Karamell. Dieses Weißeichenfass kommt da einfach durch. Ne? Dieses ausgebrannte Weißeichenfass. Auch wenn es natürlich ein anderes Fass war, aber wenn man sich, die sind alle handgefertigt, ja, kann man schön rausschreiben. Ich habe mal diese Fertigung oder so einen Bericht über diese Fertigungsanlage gesehen. Ja, mit diesen Jungs und Mädels, die da auf Akkord arbeiten. Ich weiß nicht, ob sie auf Akkord bezahlt werden, aber es sieht so aus, die haben ganz schönes Tempo drauf. Haben jetzt so Aufnahmen aus so einer spanischen Fassmacherei, wer die mal gesehen hat, was wirklich, wenn man handgemacht liest, stellt man sich eben so eine alte Werkstatt vor, ne? Und ja, das habe ich dann eher bei in Spanien oder in Frankreich, wo diese Fässer gemacht werden. Aber da drüben in Amerika, da geben die schon Power. Ich meine, wenn die so ein Fass immer nur einmal benutzen dürfen, dann muss auch Nachschub her. Noch eine frische, würzige Note jetzt bei diesem warmen Wetter. Manche schreckt sowas ab. Viele sagen immer, Sommerwhisky muss so leicht und so sein. Also ich finde das ganz passend. Nehmen wir mal. So, um das einfach nur einzuordnen für mich als alter Schotte.
Hier geht es wirklich durch den Roggen, natürlich nicht durchs Fass, aber es erinnert mich eben doch an stärkere Eiche, die irgendwo durch den Mund räubert. Ne? In einer ganz anderen Art. Ich habe so leicht dieses Gefühl, als wäre Kohlensäure dabei. Es ist irgendwie so prickelnd. Das habe ich jetzt so bei alten Schotten, die lange in alten Sherryfässern lagen oder was auch immer für europäischen Fässern, eigentlich nicht. Witziges Ding. Hat man noch einen Gegenspieler? Er ist ein bisschen schärfer, finde ich. Aber auch in dem Moment, also ich muss doch mal Jason anfunken, dass er mir so ein paar Rye-Empfehlungen mal gibt. Gerade als der sich so aufbaut, wird er schon wieder ladylike. Liebe Frauen, ich habe letztens mal geguckt, meine Frauenquote ist bei 0%. Deshalb sage ich es rein prophylaktisch. Liebe Frauen, ich meine das gar nicht negativ. Ich musste gerade nur wieder an Slash denken. So gerade, wo es dann mal hart wird, wo es dann mal ein bisschen stürmisch wird. Ja. Ist interessant. Ich werde mit Jason mich dann mal kurz schließen. Wie gesagt, das, was Jack Daniels selber angibt, dass sie ihn eben Jack Daniels-like haben wollten, ohne dass ich viel Rye-Erfahrung habe, aber man merkt, da baut sich was auf, es könnte was kommen, Achtung, man erschrickt so leicht innerlich und dann geht's runter. Also auf jeden Fall sehr angenehm zu trinken, ne? Auch wenn ich so ein bisschen am Lästern bin. Ich hatte mir zu dem Single Barrel Rye ein Video angeguckt vom ehemaligen Whisky-Wichser, den neuen Namen, ich habe Pat Hock, ich will jetzt nichts Falsches sagen, den habe ich gar nicht so flüssig drauf. Und er hat den Single Barrel Rye mit 45 Volumenprozent gegen die Standardabfüllung Rye verglichen. Die ist natürlich ein bisschen günstiger, ist natürlich ein Wetting, ist mit 45% aber auch abgefüllt, im Gegensatz zum Old Number 7, der ja nur 40 hat. Und von daher fand ich den Vergleich sehr spannend. Er hat ihn schon gemacht. Und er ist eh kein Rye-Fan. Er hatte immer irgendwie so an eingelegte Gurken, an dieses Gurkengewürz irgendwie so Assoziation. Habe ich jetzt gar nicht. Aber so ist das bei jedem unterschiedlich. Und er fand ihn, als aus seiner Sicht, der Rye eigentlich gar nicht mag, ansprechend, um es mal so zu sagen. Die Single-Barrel-Abfüllung. Was er zu anderen gesagt hat, verrate ich jetzt nicht. Guckt euch sein Video an. Aber das hatte ich mir angeguckt als einziges dazu, so als Vorbereitung. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt hier nicht weitermachen kann. Bei manchen europäischen Eichen, die hat man ja noch am anderen Dach im Mund. Ich erinnere da so an den Ben Bracken von Lidl, 40 Jahre. Ja, ne? Kriege ich Albträume. So, jetzt 50%. 45, 50, bei Schotten sind das eigentlich, ist das mein Bereich, wo ich mich gern bewege. Ich trinke, wenn es passt, auch gern darüber, aber so aus dem Bauchgefühl brauche ich nicht mehr. Ja, die hier, wie gesagt, nur auf ausgesuchten oder in ausgesuchten Flughafenshops und überall im Internet. Ja, ich greife mal kurz rüber. Nimm noch mal ihn hier. Den Alkohol merke ich. Er ist etwas verschlossener in der Nase. Relativ. Ich habe hier wirklich süß, süß. Also dieses Karamell, diese Karamellsüße, dieses geröstete und etwas weniger Vanille. Ja, so kann man es beschreiben. Ja, da schiebt es jetzt aber auch allmählich durch, wo ich ihn ein bisschen bewege und die Glasflächen benetze. Hätte man mal auf die Schlieren achten sollen, aber sowas, das vergesse ich immer. Aber er zieht da, boah, das ist ziemlich wibbelig im Glas, ne? Die laufen schnell runter. Steht da nur noch so ein Rest, aber... Gut, das ist ja eh nur so eine Spielerei. Kaffeesatz lesen.
Oh. Der wäre mehr was für einen Rockstar. Ich meine, gut, der muss ja später noch spielen, ne? Wenn er sich da vor dem Konzert da irgendwo ablattet, bringt es ja auch wenig. Aber der hat was. Über allem schwebt die Jack Daniels Note, ganz klar. Er ist immer noch harmonisch, auch wenn sich das jetzt irgendwie blöd anhört, aber er ist kraftvoll. Auch die Aromen von der Vanille und vom Holz, die Karamellnote. Apfel habe ich jetzt gar nicht mehr, aber der Rest ist richtig stark. Leichte, nussige Note im Mund. Jetzt beim Abgang. Und der Alkohol schiebt eben ordentlich. Also hier kommt was rüber, ohne dass es zu viel ist. Also bis jetzt hier von der Intensität her, wenn einer sagt, ich muss was erleben, wenn ich Jack Daniels trinke, würde ich sagen, hier 100 Bulletproof, ist ja nicht Bulletproof, 100 Proof, bist du richtig mit aufgestellt. Wer mit einem 40%igen irgendwie schon sagt, mein Gott, die hauen mir aber rein, so oft trinke ich Whisky gar nicht. Das Single Barrel Select bietet sehr, sehr viel, finde ich. Und wer dann nicht mehr Alkohol verträgt oder haben möchte, sollte dann da auch Schluss machen. Und für die anderen eben umgekehrt. Probiert's mal, wenn ihr Interesse habt. Und vergesst einfach mal das Thema Kleber. Er ist da. Aber nur, wenn das Gehirn noch was macht. Sonst habe ich hier wirklich eine sehr, sehr starke Vanille. Und eben Karamell. Ich muss das mal immer mit Pink machen, wenn ich Karamell und Vanille sage. Muss ich das mal hinterlegen. Und eben, ich glaube, wirklich diese frisch ausgebrannten Fässer mit dieser amerikanischen Weißeiche. Diese Tannine, dieser Weißeichengeschmack, der kommt da schon durch. Er glänzt eben jetzt nicht mit irgendeiner starkwürzigen Note, ne? Und wie wir gerade erfahren haben, ist da ja auch ein bisschen Roggen drin. Sehr wahrscheinlich ist das meiste von dem Roggen geschuldet. So. Also ich bereue es nicht, diesen Test gemacht zu haben, angefangen zu haben. Ich hatte so ein bisschen Angst, aber macht Spaß. So, dann machen wir jetzt mit unserem hinteren Vertreter. Ich werde ihn jetzt mal so nehmen, so blöd wie es sich anhört. Dieser Jack Daniels, der ist so weich, das ist unglaublich. Also ich hatte letztens auch mal einen, der um die... Ich glaube, der hatte sogar ein bisschen mehr im Blindtasting unverdünnt. Da habe ich mich doch ein bisschen, was heißt verhoben, aber der hat mich schon ganz schön mitgenommen. Aber irgendwie kann ich mir das bei dem Jack Daniels gar nicht vorstellen. Also wenn ich ihn jetzt hier gegen die Kamera ins Licht halte, fällt das sofort auf gegenüber den ersten beiden, vor allem die 45er. Ich meine 64,5. Ist einfach zu rechnen, 65, der hat im Gegensatz zum Old Number 7, hat der 25% mehr Alkohol. Das ist mehr als die Hälfte nochmal drauf. Da kann schon einen eigenen Likör rausmachen. Da ist er aber. Ja, der ist da. So, ich benetze hier auch mal das Glas ein bisschen. Wenn nicht, tun wir gleich mal ein bisschen Wasser dran. Muss ich noch einen Löffel holen. So. Ja, da ist er doch verschlossen, ne? Gerade als jetzt der 50%ige. Ne, da sticht er in der Nase. Also von der Nase her würde ich jetzt keinen Schluck nehmen, aber ich mache das einfach mal, weil der eben so weich war. Es kommt auch nicht viel raus. Sehr wahrscheinlich, weil ich eben so die volle Dröhnung hatte. Wie schlägt er sich denn hier so im Glas? Und bei dem Alkohol, der zieht hier gar nichts.
Aha, da so ganz leicht. So richtig wischiwaschi. Ich nehme einfach mal ein ganz klein bisschen. Unglaublich. Der Alkohol ist da. Bei Schotten würde ich sagen, 50% plus. Sehr sirupmäßig, sehr, sehr konzentriert. Es wird zuckersüß wie so ein Popcorn. Also manchmal mal so ein Einzelpopcorn, was komplett mit Zucker überkaramellisiert ist. So in der Art. Dazu das Prickeln vom Alkohol, was aber nicht zu stark ist. Ich meine, der Alkohol ist ja da. Jetzt so eine Nussnote, eine relativ starke. Nasenmäßig kommt jetzt ein bisschen mehr. Sehr wahrscheinlich muss man sich erst dran gewöhnen. Wie an manche Freundin oder Auto, da muss man ja auch einfach erst ein paar Kilometer gefahren sein und ein paar Monate oder Wochen hinter sich haben, dann weiß man, wie er funktioniert, das Auto. Ich stehe da nicht drauf, aber beim Chinesen gibt es das häufiger, ja, so gebackene Bananen. Und hier eher wie so eine, hatte ich wirklich noch nie eine gegrillte Banane. Naja, ich grill wohl häufiger, aber auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber sowas, so kommt das gerade rüber. Sehr wahrscheinlich durch das Holz. Ich habe häufiger schon mal gehört, dass hier Zimt drin sein soll. Also bei den Single Malts, wo ich Zimt hatte. Das war so richtig Weihnachtszimt. Hier? Nee. Also echt nicht. Also so ein Zimt habe ich nicht. Ich habe diese Assoziation nicht. Nimm davon nochmal einen, der war so klein. Also danach spielst du kein Konzert mehr, wenn du die Flasche aufhast. Also pur kannst du den eigentlich nicht trinken. Ich habe es jetzt mal gemacht, um Jack Daniels pur zu erleben. Werden sie wahrscheinlich die meisten machen. Aber ich behaupte, da muss ein bisschen Wasser dran. Nur, ja, ich bin gerade da sowas am Überlegen. Ich stelle das Glas nochmal hin. Guck mir die Reihe nochmal an. Spannend, also der Single Barrel Select für mich wäre jetzt nichts, weil er durch diesen super weichen Jack Daniels Grundcharakter einfach zu schwach irgendwie auf der Brust ist. Ich muss echt mal wieder einen Old Number 7 probieren. Den Jim Beam, den ich letztens hatte, den fand ich irgendwie viel. Ja, der Rye durch diese würzige Note durchaus interessant. Muss ich mich mal in die Richtung ein bisschen, wenn ich mal Zeit habe, trinke ich meistens Single Malt. Muss ich mal gucken, ob ich mal irgendwo einen passenden Moment finde für einen Rye Whisky. Bin ich auf jeden Fall interessiert drin. 100 Proof, für mich hier absolut der Favorit. Denn mit 40 Euro, im Gegensatz, bleiben wir hier bei ihm, mit 34, 6 Euro. Also wenn ihr nicht zu zart beseitet seid und ein bisschen Whisky-Erfahrung habt, behaupte ich mal, dass alle mit dem 100er besser fahren. Ja, auch steile These. Aber so ist mein Gefühl. Single Barrel Strange ist einfach eine Erfahrung. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, meine Flasche Single Barrel Strange ist schon wieder leer. Ich muss unbedingt wieder ordern.
das muss man einfach mal machen, die Erfahrung. Ich denke, da tut es auch ein Sample. Weil meine Sample-Teilung ist jetzt dann eh durch, wenn das Video läuft. Von daher ist jetzt keine Schleichwerbung für meine Flaschenteilung. Aber das ist mal spannend. Ich hebe mir davon auch was auf. Mein Schwager in Spee, der hat schon durchblicken lassen, dass er den auch gerne mal probieren will. Dann werde ich das mit ihm auch machen. Und das ist sicherlich spannend. Bin ich mal gespannt, was er zu dem Rye sagt. Und ich werde ihm auf jeden Fall empfehlen, er ist ein großer Jack Daniels-Fan, dass er den 100 Proof doch mal näher ins Auge schließen soll. Ich meine, kostet, was kostet ein Old Number 7? 20 Euro? Glaube ich schon, ne? Dann kostet der 40, das Doppelte. Kommt natürlich auf den Konsum an. Wenn du jetzt 2 Flaschen Old Number 7 im Jahr trinkst, dann kostet dich das Ganze 80 Euro mehr. Für ein schönes Erlebnis, gut, wir Whisky-Trinker sind eh ein bisschen bekloppt mit den Preisen, aber das wäre es mir wert übers Jahr. Also da würde ich dann eher lieber 80 Euro mehr ausgeben. Aber gut. Jetzt, keine Angst, ich schütte da keine Cola rein. Wäre auch mal spannend, ne? Der Rye mit Cola, das... Ja. Auf der nächsten Party, wo ein Rye rumsteht, probiere ich es aus. Ich werde jetzt noch was anderes machen, aber da muss ich eben einmal in meine Küche. Kann sein, dass ich jetzt hier einen Shitstorm auslöse. Aber ich hoffe, die Jack Daniels-Fans halten weiter zu mir. Ich dachte jetzt einfach ein paar Tropfen Wasser reintun. Ist doch auch langweilig. Die schreiben drauf, man soll Eis reintun. Und in meinen Tumblern ist immer nur Wasser drin. Das ist auch irgendwie traurig, ne? Und ich habe das kleinste Eisstückchen genommen, was ich gefunden habe. Auf der Verpackung, ich sagte ja schon, da stehen mehrere Stücke, aber nee, das sehe ich jetzt auch nicht ein. Riechen? Ich meine, man kann sowas ja auch mal testen. Muss das jetzt, wie gesagt, vielleicht muss das jetzt unbedingt mit dem sein. Nehmen doch den einfachen. Aber ja. So Geräusch vom Eis. Ich glaube, das Mikrofon kriegt das jetzt nicht drauf. Aber wie das so im Whisky so knirscht, ist schon schön. Jetzt kommt eine sehr kühle Note hoch. Kaum Aromen. Ich hatte ja eben schon kaum Aromen, aber hier auch mit diesem Riesentumbler. Das sieht ein bisschen blöd aus. Nee, kommt noch nichts. Also wer seinen Whisky nicht riechen will, fährt so besser. Vielleicht habe ich auch einfach eben die Oberdosis durch die Nosinggläser gehabt. Aber hier ist nichts. Ich nehme mal einen Schluck. Ich habe eben noch den Rest davon reingeschüttet und noch mal ein bisschen aus der Flasche. Viel mehr wollte ich jetzt auch nicht opfern. Ja, erstmal, also es ist, wir hatten heute wieder 27 Grad oder so. Hier drin geht's, ist immer gut hier im Raum. Aber es ist gerade sehr erfrischend, weil es einfach gekühlt ist. Am Anfang passiert gar nichts. Ich habe jetzt auch schon viele Aromen im Mund. Um Gottes Willen, alle Leute, die das so trinken, macht es weiter. Jeder muss selbst entscheiden, was er tut. Es ist jetzt natürlich auch sehr verdünnt. Überhaupt gar kein Alkohol mehr. Er schiebt da ein bisschen. Es ist irgendwie wieder als, also wer den jetzt ernsthaft immer komplett mit Eis trinkt, ja, der kann die anderen ja auch ohne Eis einfach nur gekühlt trinken. Er wird immer kälter, also ich merke das auch hier. Ist richtig, richtig kalt, dieses kleine, ich habe das kleinste Stück Eis schon genommen, was ich habe. Also der ist ja auch gar nichts. Und der muss ja immer, auch wenn ich dieses Eiswürfelchen reintue, keine Ahnung, wo wir uns hier noch bewegen. Es ist irgendwie so ein Wischiwaschi-Geschmack. Es ist vielleicht irgendwie, wenn du wirklich als Walter Röhr mit so einem Porsche Supersportwagen, der für Rennen ausgestattet ist, so über die Rennstrecke fährst. Das ist, wenn du hier die anderen aus dem Nosinglas trinkst. Das Single Barrel Select würde ich da gar nicht zurechnen. Aber da hast du wirklich den vollen Whisky-Geschmack.
Und das hier ist irgendwie, wie wenn du den neuen Elfer vom Zahnarzt nimmst, ne? Den ganz normalen. Sicherlich schön zu fahren, aber Sport ist da nicht mehr so richtig. Obwohl, letztens hat mich einer auf der Autobahn überholt. Ja, auch schon geil, ne? Ja, spannendes Experiment. Ich werde jetzt jeden Single Malt so auch nochmal nachtesten. Nein, keine Sorge, um Gottes Willen. Ich trinke den jetzt auch noch aus. Ja, es ist am Ende so ein bisschen süß. Karamell, also für mich, die Aromen kommen erst, wenn er runtergeht, setzt sich wirklich eine massive Karamellnote. Ich hatte ja eben wirklich 100% unverdünnt, aber so, es ist noch massiv. Ich denke, wenn du so ein 40er runter verdünnst, so ein Old Number 7, aus der Sicht hebt sich das ja alles wieder auf. Wenn ich jemand bin, der immer Eis reintut, dann müsst ihr das alles irgendwo hochrechnen. Sozusagen. Landet ihr ja am Ende vielleicht beim Single Barrel Select vielleicht leicht über 40. Ich weiß es nicht. Besonders wenn ihr da noch mehr Eis reintut. Also viel mehr als einen darfst du da gar nicht reintun. Das Ding war jetzt kalt. Wenn du es sofort trinkst, ist ja hier Zimmertemperatur. Ich kann euch nicht sagen, was ich genau drin hatte. 2 Cl. Eher 2,5. Ja. Sonst noch was vergessen? Auf meinen Spickzettel noch mal gucken. Die Single Barrels gibt es angeblich seit 1997, also jetzt auch schon über 20 Jahre. Ja, sonst habe ich mir jetzt hier nichts Spannendes notiert. Okay, ich hoffe, dass ein paar von den Leuten von der Flaschenteilung mir Notes geschickt haben, dann gibt es die jetzt. Und in dem Sinne, ja, zu Jack Daniels schöne viele Jugenderinnerungen. Und die Single Barrels, ich kann sie wirklich, wirklich empfehlen aus Sicht eines Single Malt Trinkers, der sich mit Bourbon nicht so sehr auskennt. Ich weiß, dass die meisten Bourbons doch etwas intensiver sind, also eben nicht ganz so smooth, auch wenn jeder eigentlich marketingmäßig smooth sein will, aber die sind super smooth. Also, wie gesagt, vielleicht... Nein, ich sag jetzt gar nichts mehr. Freut euch auf die Notes. Ciao. Nosing Jack Daniel's Single Barrels. Nach dem Einschenken riecht es im geringen Abstand zu den Gläsern nach Banane. Rye. Fruchtig, erdig. Anis, Marzipan. Warmes Holz. Holzsteg im Sommer am See. Vanille. Der Select. Herb und säuerlich. 100 Proof. Vanille und Rohrzucker. Barrel Strength, Klebstoff, eventuell Kaffee oder stark geröstete Kaffeebohnen mit Karamell, Anklang von Kirsche. Gewinner im Nosing, Platz 1 geht an den Rye, Platz 2 der 100 Proof, auf dem 3. Platz Barrel Strength und auf dem 4. Platz der Select. Tasting unverdünnt. Rye. Unreife, feste Birne. Vanille. Jelly Beans. Im Nachgang etwas Bitterkeit, die zu einer Birnenschale wird. Belegt den Gaumen etwas mehlig. Select. Wässrig. Britzeln auf der Zungenspitze. Anis. Anklang einer hellen Frucht mit Karamell, ohne jedoch süß zu sein. 100 Proof. Arom wie beim Select, nur etwas intensiver. Barrel Strength. Rote Beeren, Herb, Eiche.
Gewinner Tasting. Auf Platz 1 wieder der Rye. Auf Platz 2 Barrel Strength. Auf dem 3. Platz ist der 100 Proof. Und auf dem 4. wieder der Select. Fazit. Select, 100 Proof und Barrel Strength unterscheiden sich nur marginal im Geruch. Der 100 Proof und der Barrel Strength riechen etwas säuerlich, Richtung Essiggurken. Der Rye ist vermutlich der jüngste und passt vom Geruch nicht zum Rest bzw. zur Tasting Range. Beim Rye ist es subjektiv einfacher, die Aromen zu separieren, bzw. die Aromen wirken intensiver. Der Rye riecht nicht Rye-typisch. Problematisch beim parallelen Nosing sind die herben Klebstoff-Essig-Noten in den Gläsern von Select, 100 Proof und Barrel Strength, sodass der Rye viel heller und fruchtiger wirkt. Ich denke, man sollte sich ab sofort zu jedem Dram, den man verkosten möchte, ein Glas Jack Daniels zum Einnorden der Nase hinstellen. Nach Aussortieren des Rye-Samples konnte ich auch alle Aromen des Ryes in den anderen Samples entdecken. Die Frucht und hellen Aromen blitzen allerdings nur kurzzeitig auf. Der 100 Proof und der Barrel Strength benötigen Zeit im Glas, um die Essiggurkennote zu verlieren. Zugabe vom Wasser, einen halben Teelöffel. Macht den Barrel Strength wilder und schärfer im Mund. Zugabe vom Wasser, wieder einen halben Teelöffel, verwässert den Barrel Proof. Klarer Gewinner des Nosings und Tastings ist der Jack Daniels Rye, aufgrund seiner Aromenvielfalt und Leichtigkeit. Er bietet ein ausgewogenes Gesamtpaket. Auf der anderen Seite ist der Jack Daniels Barrel Proof unverdünnt eine wahre Geschmacksexplosion im Mund. Voll Herb, Eiche, Tannine und rote Beeren, was ihn geschmacklich zu meinen Favoriten macht.